Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Und ich war schon fleißig abalgen, ne, wenn man das so sagen darf. Ja. Wir machen eigentlich mit denen, also wir wollen jetzt ja noch ein bisschen herstellen. Ich weiß nicht so, ob wir uns jetzt nur auf Raketen irgendwie spezialisieren. Ich wollte dann nochmal gucken, was vielleicht dann hier so mäßig dann noch so cool wäre. So. Wasser müssten wir eigentlich jetzt auch noch genug haben. Beziehungsweise die müssten voll sein. Wasserproblem habe ich gar nicht, ne? Also, weil du ja meintest, da ich mir hier so ein Schnorchen machen kann. Klar, wenn man so unterwegs ist, ne? Vielleicht so Wasser, so. Aber ich sag mal, die Wege sind ja immer so kurz. Da brauche ich ja gar nicht so viel Wasser. Da reicht ja, wenn ich davor mal saufe. Und dann ist das eigentlich genug. Und Dufte. Ne? Zum Thema Wasser. Was sonst so? Bakterius. Wollte ich? Oh, Rückwärtsgang. Hier jetzt nochmal herstellen. Zumindest das alles, was wir haben. Ja, und dann wird es eben so aussehen. Ne? Bei mir ist das Große. Ich will eigentlich noch die, die Schiffe aktivieren. Ne? Also da können wir ja noch so zwei so eine Dinger da reinpalken. Ne? Wenn überhaupt, ne? Damit das schön ist. Und sonst so wollte ich noch den Baum die Dings da stellen. Also wir haben ja hier noch auf der Liste, das kommt ja irgendwann mal, oh, irgendwann, ganz, ganz, ganz am Ende, ne, den hier. Bis 175, ne, das wird, achso, ne, Quatsch, den hier brauche ich, ne, 360. Oh, bis dahin müssen wir noch kommen. Alter Falter, ne. Ja, das wird ja noch hier eine schöne Sache. Weil das mit den Insekten, also danach wird es eh nichts weitergehen, ne? Wir können dann noch die Viecher aktivieren. Ja, also was heißt die Viecher? Die Raumschiffe. Und danach war es das eigentlich schon. Wir bräuchten als erstes aber hier auch noch neue Energie. Ne? Das bräuchten wir auch noch. Ich glaube, wenn wir die dann haben, dann sollte es ein bisschen gut sein. Ich glaube mal, wir werden uns mal da hinten hin teleportieren. Zack. Geil. So, und dich kann ich irgendwie umbenennen. Text ändern. Legierung. So. Gut. Weil das ist so schlimm, dann komme ich damit klar. War hier noch was drin? Zumindest nichts Wichtiges. So, und die nehme ich natürlich alle mit. Den hatten wir voll. Das können wir noch mitnehmen, das können wir noch mitnehmen. Der Rest ist ziemlich so richtig voll. Achso, und ja, mit dem Tipp hier. Von wegen deiner Pulsarhöhle, die spawnen da beim hier in, ach, jetzt wollte ich M drücken. Ja, das ist nur ein Trick, ne? Also da hinten beim sag schnell hier beim Zeolithöhle, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. So, das können wir bauen, das ist ganz geil. Sollte man nämlich hier so ein bisschen kraftmäßig, geht es jetzt nämlich in eine andere Richtung. Ich denke mal, wir haben bis, naja, nicht zum Ende würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest annähernd bis zum Ende erstmal ausgesorgt. Ne? So. Gut. Dazu. Diesen Baumstreuer, den will ich jetzt als nächstes mal annehmen. Da brauchen wir ja immer Zeolith, Baumrinde und so weiter und so fort. Ne? Und eine Bakterienprobe. Baumrinde, das will ich mir mal gleich hier so hinten nehmen, wenn wir schon mal in der Nähe sind. Ich weiß, wir haben viele, was heißt viele? Ein paar, aber besser ein paar haben als immer solo durchs Leben zu latschen. So, aber wir müssen natürlich hier hinten dann auch noch was herstellen. Oder hatte ich da schon was reingesetzt? Ich glaube schon, ne? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. So. Hier hatten wir auch noch was. Was brauche ich jetzt nochmal dafür? Also den habe ich. Bakterie brauche ich noch. Zeolith. Wenn es das gibt. Und zweimal Dünger. Oh Mann. So, zweimal Dünger haben wir. Und eine Bakterie. So, und jetzt können wir das ballern, ne? Oh Mann, da bin ich mal gespannt, weil das ja muss ja hier jetzt ein mega. Wo setzen wir das hin? Ich muss das ja sehen, den Unterschied davon. Ich glaube, das werden wir jetzt hier hinten hinballern. Weil der muss ja jetzt hier. Oh, der
muss richtig klotzen, ne? So. Und du hast... Da kann ich auch noch was reinballern. So, und bei dir passiert jetzt hier richtig was oder passiert nichts? Oh, alles. Achso, warte mal. So. 15 ppt pro Sekunde. 15 ppt pro Sekunde. Aber hier ist nicht ppt, ne? Sondern hier ist... 2. Ah, doch. Also jetzt machen wir ungefähr das... Ja, 7-fache. Naja, nicht ganz 6-fache. 6, 5, 5, 5,8. 5,8, 7, 9, 3. So ungefähr. Aha. Und jetzt ballert das natürlich da oben biomassenmäßig und so weiter richtig durch. Sauerstoff, das ballert natürlich noch mehr. Aber PPT, ist jetzt PPT besser als PPQS? Oder ich weiß das nicht. Also unten der Wechsler ja ganz schön schnell, ne? Also hier die Anzeige. Und beim Rest, so, ich weiß noch nicht. Jetzt bräuchten wir ja wieder. Wollen wir erstmal für einen Dünger brauchte ich ja Aubergine, war das. Die sollten wir auch mal wieder sammeln, glaube ich. Sonst hatten wir ja keine. Außer Kürbishunger. Gut. Haben wir hier schon wieder Wasser? Oh, das muss so ballern da hinten, ne? Da müssen ja jetzt boah, so große Bäume kommen eigentlich. Sehe ich schon was? Ich sehe ja Neuanestein. Mach mal hin. Ich wollte ja noch gucken. Vielleicht noch in dieser Folge. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Achso, obwohl, na, ich weiß gar nicht, was brauche ich dafür, für Aubergine. Auf jeden Fall, ich glaube, ein bisschen Schwefel. Und schon wieder Algen, ne? Ach, da waren sie wieder, meine 80 Probleme. Alles klar. Ja, und dann fehlt wieder, was brauche ich für den? Ach, und ich habe meinen Kürbis weggefressen, ne? Ich fette Sau, hab doch gerade den Kürbis gefressen. Ach, shit. Das ist nicht cool. Das ist richtig uncool, ne? Nur weil ich so ein verfressener Sack bin, habe ich jetzt den ganzen Kürbis da hinten weggefressen. Der braucht jetzt einen haben wir noch. Geil. Wenigstens ein Kürbis noch da. Brauchen wir eigentlich noch Pilze oder kann ich hier auch jetzt Kürbisse anpflanzen? Ich frage mal für mich. Das kommt. Also wenigstens... Ja, Wasser kriegst du gleich. Wenigstens jetzt hier Kürbis auf gut Glück. Damit wir ein paar mehr haben, ne? Kann die ja natürlich nicht alle... Ach, und hier haben wir ja auch noch Kürbis. Ach, Gott sei Dank, ne? Aubergine haben wir hier noch, Kürbis haben wir hier noch. Das ist vorteilhaft, auf jeden Fall. Das freut mich ja ein bisschen. So, dann kommst du mal hier noch raus. Und der Mac kommt hier noch raus. Gut. Gesundheit! Gesundheit! Ja, die Nase halt hier wieder rum. Wir kennen es ja nicht anders. So, wir nehmen mal den ganzen Dünger mit. Brauche ich jetzt denn noch was? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, und eine Al... Oh, warum denn? Ich glaube, ich sollte hier denn noch so einen zweiten hinbauen, ne? Weil die Methan-Dinger... Was kostest du denn hier, du Gasextraktor, Dingsbums, Zeolit und Superlegierung? Okay, Zeolit und Superlegierungsteil. Ich hab ja so einen kleinen Plan. Passt mal auf. Ja doch. Hier können wir erstmal die reinmachen. Und den hier noch wegmachen. Und vielleicht den hier wegmachen. So, wir brauchen zwei Zeolit. Was brauchen wir noch? Iridiumstab. Ja, den haben wir noch. Lass mal erst das hier bauen. So einen zweiten Gas-Action-Schrank hier. So. Kannst du nämlich hier so ein bisschen das machen. Ja, man kann bestimmt irgendwann später hier auch irgendwie Schwefelduft oder sowas rausmachen, ne? Hundertprozentig, weil der wird ja nicht nur eine Funktion haben. Aber das sehen wir später irgendwann mal, wenn es Updates, große Updates gibt's, ne? Gibt's. Ich wollte schon sagen, oh, was kommt jetzt? Da kommen wir nicht so viele, ne? Also, was heißt nicht so viele?
hier eigentlich? Aua! Was fällt jetzt hier runter? Aber was geht denn hier runter jetzt? Einfach normale? Kobalt? Echt jetzt? Wozu brauche ich denn Kobalt? Alter, hier regnet nur das, was ich echt brauchen könnte. Das ist ja langweilig. Also bei den Scheiß mache ich nicht mit. Könnt ihr komplett ohne mich machen. Seid auf Knacks. So, achso. Da war ja noch. Ja, Algen muss ich dann trotzdem wieder sammeln, ne? Das hilft ja nicht. So, ja, die eine Kartusche ist ja noch draußen. Also die... Oh, ja. Also schnell geht das immer gar nicht. Obwohl die eigentlich sehr viel... Was ist denn jetzt, wenn ich nur noch Sauerstoff habe, kann er trotzdem rausfiltern? Bestimmt, ne? Ich gehe mal fest von aus. So, und für so einen Baum brauche ich immer zwei. Ach du Heiliger. Denn lasst uns erstmal froh und munter sein. Ne, lasst uns erstmal gucken, dass wir vielleicht, eventuell, hab ich mal hier am noch was. Oh, wollte ich nicht. Tut mir leid, Test. Weiß dann können wir da hinten noch ein bisschen Alge sammeln. Dass wir den Extraktor bei der Zeolithöhle dann vielleicht doch bauen. Ne? Ich kann aber jetzt nicht, was da so viel Zeolith brauchen. Da brauchen wir Superlegierung. Zweimal den hier. Ach du heiliger Bimbam, ne? Ach ne, einmal. Gott sei Dank. So, zweimal den hier. Und dreimal dich hier. Ja, da können wir gleich Osmium abholen. Dann hole ich hier hinten erstmal noch Alge wieder. Damit wir das schon mal auf dem Weg haben, weil Alge brauchen wir immer. Alge ist lecker, Alge schmeckt. Besser als Plankton. Fragt mal, was da Krebs. So. Ab hier rein. So. 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 Ja, ich bin. Eigentlich auch, weil wurde ja angesprochen von Telemach, glaube ich, heißt der. Ja, nicht richtig entsinnen. Dass ich ja gute Algenausbeute habe. Finde ich eigentlich auch. Finde ich auch. Also kann mich jetzt nicht beschweren, dass ich wenig hätte. Der wächst schnell nah. Das ist recht okay auf der Zunge. Und schmeckt ab und zu. So, Extraktor wird jetzt eine wahre Freude. Oh, guck mal, ne? Guck mal, wie. Schönes Ding. Schönes Ding. Ne, dann bauen wir erstmal den Extraktor. Vielleicht ist ja bis dato ja auch. Ist hier nichts drin? Oder was? Warum machst du nichts? Muss ja mal nachgucken hier, ob die Kinder so oft denn. Machen, was ich sage. Dann können wir ja auch in eine Pulsarhöhle jetzt noch gehen. Da bin ich mal gespannt, weil irgendwie so da alle paar Minuten sollte es denn da, da ein paar nachkommen. Das würde ich ja gerne mal wissen. Also, jetzt steht's an. Beim Zeolith sollen wir, also sollen wir. Das ist ja erstmal der hier. Da können wir schon mal aufnehmen. Was da hat. Vielleicht nehmen wir hier noch was mit. Ist kein Problem. So, dann kommt die Zeolithhöhle hier gleich. Die hier. Und dann innen hier kommt so groß. Hier, wa? Oh ja. Oh ja, ne? Da pflanzen wir dich jetzt hier hin. Und dann bin ich mal gespannt. Ey, wir nicht. Jetzt kriegen wir Zeolith. Da kriegen wir auch noch was anderes, ne? Aber ich weiß nicht. So, und jetzt machen wir das natürlich hier ein bisschen clever und gehen jetzt gleich hoch. Warst du das hier? Ach nee. Das hier ist der falsche Band. Weil ich jetzt sagen. Oh, ja. Ich wollte schon sagen, ich habe bestimmt Sauerstoff vergessen. Ne? Das wäre ein bisschen sehr tragisch gewesen. Aber in der Nähe von der Zeolithhöhle ist ja auch ein wenig sehr günstig formuliert, das Ganze, weil die
sind ja eigentlich um eine ganz schöne Ecke noch verteilt, ne? Die Teleporter kann ich ja auch, also es gibt ja keinen direkten Teleporter, da ich immer sage, hier, das geht nur von Teleporter 1 zu Teleporter 2, sondern ich könnte, wenn ich 5 habe, auch sagen, von 5 nach 1 und von 2 nach 5 zum Beispiel. Das ist ja dann eigentlich auch so gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn jetzt hier echt coole Sachen drin wären. Bist denn du hier? Achso, ein Grafikfehler. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Selbst die Grafikfehler fixen mich, ne? Hier gibt's. Ach. Was ist denn hier für ein Ausgang? Ach, da könnte ich ja denn doch hier irgendwo. Wo muss ich denn da hin? Das ist die andere Höhle. Okay, da ist die. Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Wie geht's hier raus? Da hätte ich ja auch von hier. Ach so, dann ist es denn wirklich eine Abkürzung. Okay, ich nehme zurück. Wusste ich jetzt echt nicht, ne? Ich dachte, das ist ja alles gleich. Das sah auch so aus. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Eingang ist. Ich würde gerade sagen, wo bin ich denn jetzt hier so? Kenne ich gar nicht. Flapp. Aber ich will Pusare. Und wenn ich die jetzt nicht kriege, bin ich schon so ein bisschen enttäuscht. Also. Also das, irgendwie das, wo bin ich denn letztes Mal lang gerannt, dass ich hier, oder was? Ist das gleiche jetzt, oder? Oh. Also das war bestimmt jetzt der Notausgang. Ich weiß nicht, was das war, aber wahrscheinlich der Notausgang. Ich wusste jetzt auch nicht. Ach du Scheiße, was ist das für ein Berg hier? Hier gibt es einen Klops. Komme ich hier nirgendwo durch jetzt? Ey, mach jetzt keinen Mist mit mir, ne? Ich wollte doch nur nach Hause. Komm ich hier nirgendwo rein? Ah doch. Ja, dann müssen sie aber hier noch ein bisschen was machen, ne? Also also Pulsarhöhle nochmal. Würde ich jetzt nicht bejahen, das ganze Thema, ne? Dass hier irgendwas dazu kommt oder sowas, ne? Weil ich sehe es eben halt nicht so. Optisch nehme ich es nicht so wahr. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo in die falsche Richtung gehe. Das ist klar, jetzt hier das hier. Und dann gibt es ja einmal. Ne. Dann gibt es die Seite und die Seite, oder nicht? Oder was? Wenn ich jetzt hinten wieder rauskomme. Dann weiß ich Bescheid. Ja, eine haben wir ja noch. Aber jetzt viel, viel rumtrödeln darf ich nicht. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber... Irgendwo war jetzt hier der komische Ausgang.
Schade eigentlich. Also, aber ich hab's jetzt, da geht's auch andersrum. Okay. Das haben wir soweit, das ist dann nicht so schlimm. Ha. Wer hat ja damals gesagt, das war hier eine blöde Idee, den Teil hier hinzubauen? Siehst du? Und da meinte ich so, viel Wasser brauchen wir jetzt nicht. Ein bisschen außer hätte ich so nicht geschafft, ne? Easy. Easy peasy. Aber trotzdem kann ich so. So, was kriege ich jetzt hier? Hier kriege ich nur Zeolite, ne? Was ist denn wieder für eine geile Kiste? Kenn ich die schon. Ist hier noch was Zärtliches drin? Ne. Schade eigentlich. Heißt das, warum soll ich auch mal was umsonst kriegen, ne? Das ist nicht so. Ich muss ackern dafür, sonst kriege ich ja nichts. Wäre ja auch sonst ein schönes Leben, ne? So. Dann machen wir hier raus, aber dann können wir hier ja eigentlich ohne Teleporter dann hinten rein, ne? Müssen wir mal gucken, was Teleporter kostet. Wahrscheinlich eine Million. Oder zumindest 10.000. So, das nehmen wir mal mit. Haben wir ja auch nicht mehr so viel. Jetzt können wir noch drei... Ne, da wollten wir nicht. Können wir vielleicht noch drei Algen mitnehmen oder so? Unterwegs. Nochmal, Pieper. Ja, okay, drei Algen. Das war jetzt gar nicht mal so gewusst. Eigentlich mehr bewahren. Ja, aber so cool. Also wirklich, man hat hier noch Platz. Man hat sehr viel Platz und man kann noch sehr viel machen eigentlich. Ne? Das ist davon ab, dass hier die... Ja, das ist eine Megakarte eigentlich. Oh, dann nehmen wir uns das hier noch. 1, 2, 3. Alles ist dabei. So. Und jetzt können wir ja mit den Zeolit und mit den ganzen anderen leckeren Sachen. Also erstmal machen wir hier das Osmium rein, ne? Das brauchen wir ja eventuell dann irgendwann nochmal. Ne? Silizium soweit. Ist ja auch mal eine schicke Sache. So, Magnesium hatten wir noch. Auch lecker, lecker. So. Wie sieht's denn hier aus mit euch? Könnt hier mal noch die Oberst und Gina mitnehmen. Ja, und hier hinten. Wie sieht's aus? Euch kann ich noch nicht, weil ihr seid auf 88. Und hier müsst ihr hier bei, weiß ich nicht, 72 sein. Okay. Da ist noch sehr, sehr weit weg, das Ganze. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir hier kurz vor den 70 GTI-Wert, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann bauen wir hier, wollen wir ein paar bauen davon, ne? Ein paar Streuer. Also. Seien wir mal gespannt, wie das geht. Bis dann.